zu unserem neuen Video von der Toskana. Jetzt sind wir am Mare, Mittelmeer. Da sind wir jetzt angelangt. In Maremma Nationalpark. Naturbelassene Strände sind da, gell? Ist ganz schön da. Gleich das Wasser ist ein bisschen kalt. Wasser ist ein bisschen zu kalt. Für Ende Mai, gell? Kann es ein bisschen wärmer sein. So, jetzt fahren wir noch mit dem Radl in einen Ort, wo ich den Namen nicht mehr aussprechen kann. Gell, du weißt noch nicht. Naja, dann werden sie eh einblenden. Wir merken sie keine Namen. Irgendwo am Meer da, Mittelmeer. Castigliano de Pescara oder so irgendwie. Keine Ahnung, schauen wir mal. So, jetzt sind wir zurück von unserer Radeltour nach Castigliano del Pescaia sind wir gefahren. 10 Kilometer von da, 10 Kilometer hin, 10 Kilometer retour vor dem Stellplatz da. Von der Marina Grosseto. Und jetzt gehen wir noch in so einen Griller. Ach, leckeres Grillfleisch haben wir. Mal schauen, wie es ausschaut. Schauen wir es mal um. Na ja, kann was werden. Nachher ist für heute eh schon wieder vorbei. Dann hat sich der heutige Tag eh bald wieder erledigt. Also dann, gut. Tschüss und ciao. So, einen wunderschönen guten Morgen. Hier von Marina di Grosseto sind wir jetzt. Jetzt machen wir heute eine Radeltour da. Strände, menschenleer. Ende Mai. Hast du alles zu? Aber alles noch geschlossen. Alles noch im Winterschlaf. Oh,
Luft getappert. Da war ein Luftangriff auch noch hinter uns da. So, jetzt fahren wir da mit den Radeln kreuz und quer durch die Maremma. Da, durch die Landschaft. Kleine Radeltour machen wir heute. 22 Kilometer. Die Radeltour ist nicht gar so spektakulär, gell? Landschaftlich da jetzt auch nicht so spektakulär. Hinter den Oliven ein Reisfeld. So, da werden wir heute noch da bleiben, gell? Morgen wird es wieder weitergehen. Da haben wir von der Maremma auch noch gesehen, gell? So, jetzt sind wir wieder zurück von unserer Radeltour da, gell? Gewaltigen, spektakulären Radeltour. Renate hat sich schon niedergelegt, so fertig ist sie. Ja, der hat sich nicht niedergelegt, aber der hockt, dass sie in Wolfgang mit dem Weg ist. Ja, ja. So, auf jeden Fall haben wir jetzt da eine Radeltour gemacht. War jetzt nicht so spektakulär, aber Bewegung war es auch. Und jetzt sind wir wieder da am Campingplatz oder Stellplatz halt. Gell? Den kann ich euch auch noch ein bisschen zeigen. Da ist die Einfahrt vor dem Campingplatz, oder eigentlich ist es ein Stellplatz. Area Sosa La Pampa. Da sind wir. 15 Euro für 24 Stunden. Echt super, unter die Pinienbaum rein. Ganz nett hergerichtet. Ganz feindliches Personal. Da fährst du rein. Da ist die Anmeldung. Da hinten kann man Wasser holen. Ich schaue so eine Teergebäude, Duschen. Dann da hinten. Und so schaut es da aus. Auf jeden Fall ganz ein toller Platz da, muss man sagen. Strom gibt es auch. Strom kostet aber extra 3 Euro. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und da bleiben wir heute noch und morgen fahren wir schon wieder weiter. Gut dann, das war's. Oh, einen wunderschönen guten Morgen aus der Toskana. So, jetzt haben wir unseren Stellplatz verlassen, den La Pampa. Area Sosta La Pampa sind wir jetzt zwei Tage gewesen. Da in Marina di Grosseto. Und jetzt geht's weiter der Küste entlang. So, heute Wandertag. Ja, Renate, die Renate macht schon Pause. Nach einer halben Stunde Wanderung am Meer entlang. Aber wirklich wunderschön da, gell? Scarlino, oder wie heißt das jetzt nochmal, habe ich gesagt? Ja. Scarlino, ja. So ungefähr, da gibt es so einen Wanderweg. Da kannst du die Küste entlang umspazieren. Und so schaut es aus. Gar nicht so schier, muss ich sagen, gell? Ja.
Und dann kann man eben da wandern, der Küste entlang. Da drüben ist Elba. Und so schaut es aus. Ganz ein toller Weg. Und da sitzen wir da oben jetzt. Und jetzt gehen wir weiter. Nein. So, jetzt spazieren wir da einmal ruhig. Schauen wir mal. Wenn du sie hechten kannst. Am Sandstrand ist es auch keiner, gell? Ich glaube, ich werde da gar nicht ganz ruhig gehen. Genau. Herrige Wellen einer gehen da, gell? Auf jeden Fall ein super Wanderweg, gell? Mit schönen Ausblicken und mit schönen Stränden. Da kommt eine Bucht nach der anderen. So wilde Buchten sein da. Vom Monumento, vom Garibaldi, alter Seefahrer, keine Ahnung, bin oben. Er ist da gestartet, wohin auch immer. So, und wir machen eine Wendung von unserer Wanderung zurück wieder. So, jetzt wandern wir da der Küste entlang. Jetzt waren wir so eine Stunde auf dem Strand, gell? Jetzt sind wir schon 3 Stunden am Weg jetzt auf der Wanderung da. Aber jetzt sind wir noch wieder bald beim Auto. Ah, das dauert noch ein bisschen. Es ist ziemlich warm jetzt, gell? Ja. War was schön im Schatten, aber jetzt ist es ziemlich in der Sonne da. 27 Grad meldet er auf mein Handy. Da haben wir wieder genug sportliche Betätigung für den heutigen Tag. Und dann schauen wir, wo es uns wieder weiter treibt. Aber auf jeden Fall ein schöner Wanderweg. Ja, der ist schön. Ein bisschen mehr Ausblicke zum Meer waren interessant. Aber weiter vorne ist eh besser gewesen. Aber trotzdem. Meistens ist im Schatten zum Gehen. Aber wenn es einmal kein Schatten ist, dann brennt es gut runter, gell? Ja. Also dann. Man hört sich.